Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Parkbauprojekt hier in Jurassic World Evolution. Ich möchte heute einen Park mit dem Motto Mountain Park bzw. Bergpark gemeinsam mit euch anfangen. Das Motto hatten wir ja schon mal, allerdings hatten wir da noch nicht die Möglichkeiten, die wir jetzt zur Verfügung haben mit den ganzen neuen Mods. Und ich denke, das wird eine sehr, sehr interessante Geschichte. Einen genauen Namen für den Park habe ich jetzt noch nicht, aber dafür habe ich ja euch. Ihr seid ja kreative Köpfe. Und ihr könnt gerne unten in die Kommentare Namensvorschläge für dieses Parkbauprojekt mit dem Motto Berg- bzw. Mountainpark schreiben. Und die Kommentare lesen, dürfen auch gerne gute Namensvorschläge hochliken. Und dann werde ich für euch wieder ein Vote starten und ihr dürft dann entscheiden, wie dann letztendlich der Park heißen wird. Bevor das Ganze hier losgeht, stellt sich natürlich für uns noch die Frage, auf welcher Karte wir das machen wollen, weil wir haben hier wirklich mittlerweile viele zur Auswahl. Ich habe mir alle angeschaut und dann so ein bisschen abgewägt, was mir so am besten gefällt. Und letztendlich habe ich mich dann für meine Lieblingskarte entschieden, nämlich Isla Tacaño. Und warum ich mich für diese Karte entschieden habe, ist eigentlich relativ einfach. Man hat hier eigentlich alles, was man braucht. Man hat ein wunderschönes Gewässer in der Mitte. Dann hat man zudem natürlich auch noch die schönsten Wasserfälle, die es überhaupt gibt in dem Spiel. Und allgemein die ganzen Wasserverläufe sind super. Diese Bucht hier kann man ja auch super bebauen. Das habt ihr ja schon in einem anderen Video von mir gesehen. Und was natürlich auch noch dafür spricht, ist, dass hier überall drumherum eine wundervolle Berglandschaft ist. Das können wir natürlich gut gebrauchen bei dem Motto Bergpark. Und man kann sogar das Meer sehen. Also das kommt auch noch dazu. Das ist echt eine perfekte Karte. Deswegen ist es auch meine Lieblingsmap. Ich bin super gespannt, was wir aus dieser Karte zaubern können mit den ganzen neuen Mods. Eine Modliste ist natürlich für euch unten in der Videobeschreibung soweit verlinkt. Und wir fangen hier vorne am Eingangsbereich an. Den kann ich, glaube ich, so nicht ganz stehen lassen, muss ich zugeben. Deswegen müssen wir jetzt erstmal einige Sachen entfernen. Unter anderem diesen Eingang. Keine Sorge, Leute, ist nicht schlimm. Den werden wir nachher ersetzen. Das geht nämlich auch mit einer Mod. Das ist ziemlich cool. Man kann den dahin platzieren, wo man möchte. Genau wie dieses Tor. Das können wir auch abreißen und später dann neu setzen. Diese Kurve finde ich eigentlich ganz nice für den Eingang. Weil hier ist auch so ein wunderschönes Gewässer. Ich glaube, hier werde ich dann auf jeden Fall die Fahrt vorbeifahren lassen. Die Einschienenbahn. Allerdings gefällt mir das hier hinten nicht ganz so gut. Was denn? Man sieht hier sogar die Einschienenbahn, die steht hier schon bereit. Aber das bleibt auch nicht so. Die soll nämlich nicht da hinten losfahren, sondern viel weiter vorne, wo man es auch sieht. Ich glaube, die wird irgendwo hier später aus dem Berg kommen. Da müssen wir jetzt erstmal ganz viel Terrainarbeit machen. Ihr habt euch ja auch darauf geeinigt, dass ihr es so wollt, das meiste im Realtime und einiges dann im Speedbuild. Also so habe ich es zumindest jetzt verstanden. Das wäre so die Meinung, die dann wahrscheinlich für die meisten am angenehmsten ist. Dann kann dann gut sein, dass ich bei so Terrainarbeiten und sowas dann mal einen kleinen Speedbuild-Part oder so mache. Bietet sich ja an. Gerade das Bäume entfernen und so ist teilweise echt ein bisschen anstrengend geworden mit diesem neuen Tool, weil das ein bisschen länger dauert. Allerdings ist es dafür umso genauer, was sehr angenehm ist. Bin jetzt auch noch nicht so doll geübt mit diesen Tools. Aber einigermaßen komme ich damit schon klar. Also der Plan ist es, hier dann die Einschienenbahn rauskommen zu lassen. Dann sieht man die nämlich noch. Finde ich ein bisschen cooler, als wenn das da hinten passiert. Weil wir können durch Mods noch ganz andere Gebäude hier platzieren. Unter anderem auch diesen Ankunftstunnel, den wir gerade abgerissen haben. Ziemlich cool, oder? Das ist tatsächlich durch eine sehr, sehr alte Mod. Aber die habe ich nicht vergessen. Die ist nicht in Vergessenheit geraten. So, das muss ich nochmal ein bisschen drehen. Schade, dass man so Sachen nicht bearbeiten kann. Und den Winkel noch so ein bisschen, ja, so ungefähr machen. Machen wir das Ganze mal hier so hin, das gefällt mir. Und jetzt müssen wir dafür sorgen, dass es so aussieht, wenn das wirklich aus dem Berg kommt. Anstreichen können wir das Ganze natürlich gleich auch noch.
Ist gar kein Problem. Schnappen wir uns nämlich hier einfach das Tool schon mal mit den Klippen. Und dann sieht das doch schon ganz gut aus. Und dann könnte man noch mal ein bisschen... Wir müssen halt aufpassen, dass das wirklich gut aussieht. Sieht auf jeden Fall jetzt schon besser aus, als wie es vorher war. Da sah das ja nicht ganz so gut aus. Und jetzt können wir das eigentlich hier einfach verbinden, weil mir diese Kurve nicht so gut gefällt. Die müssen wir nochmal ein bisschen abreißen. So sieht das doch schon besser aus. Das gefällt mir. Dann kann man das nämlich sehen, weil ich habe hier noch was vor bei dem See. Und so die erste Attraktion für die Leute. Deshalb finde ich es besser, wenn das dann da vorne rauskommt, weil man es dann wenigstens sieht. Den Eingangsbereich werde ich wahrscheinlich irgendwo hier vorne planen. Den platziere ich mal als erstes. Den können wir nämlich hier auswählen, Ankunftsort. Ich habe das auch schon alles getestet, das funktioniert einwandfrei. Das ist mega nice. Das heißt, wir können den dahin platzieren, wo wir möchten. Wir können sogar zwei Eingänge machen, wenn wir das vorhaben. Hat wahrscheinlich vorher auch noch niemand ausprobiert. Aber ich habe schon ordentlich alle Mods getestet und Sachen ausprobiert. Also ich glaube, ich bin bestens vorbereitet für dieses Parkbau-Projekt. Ja, ich weiß nicht, ob dieses... Das ist eigentlich ein bisschen unnötig. Vielleicht kann ich die Kurve auch noch hier einfach direkt ein bisschen enger machen. Weil das gar nicht so doof aussah, aber ich glaube, wenn man so die Kurve direkt verbindet, ist es ein bisschen realistischer. Na komm. Bin halt auch großer Fan davon, dass es schön aussieht, von der Schwingung her. Das gefällt mir. Sieht super aus. Und dann können wir nämlich auf dieser Gerade jetzt noch das neue Tor platzieren, das wir gerade entfernt hatten. Hat leider kein Bild. Aber hier haben wir es. Isla Daganio. Ich hoffe, die Höhe ist gut. Ansonsten kann man die auch noch variieren, aber die sieht gar nicht schlecht aus. Richtig rum ist es nicht. Okay, wir müssen es einmal drehen. So muss es sein, dass die Tore nach innen aufgehen. Das können wir später auch noch ändern, wenn wir wollen. Sieht doch aber schon ganz ordentlich aus. Das ist so cool, was man jetzt für Möglichkeiten hat. Und da seht ihr schon, das Ganze funktioniert. Die Bahn fährt los und die kommen dann auch wirklich hier an und Gäste laufen dann auch da unten raus. Habe ich alles ausgiebig getestet und ich finde es einfach mega, mega cool. Da fährt sie. Ach, wie schön. Wir bauen jetzt aber direkt weiter, nämlich hier vorne. Da soll nämlich schon das erste Gehege hin, was dann die Leute von der Einschienenbahn sehen können, bevor sie überhaupt in den Park gehen. Da hatten wir auch nie die Möglichkeit, das zu machen. Ich glaube, die Höhe ist gut. Ich werde hier nämlich ein Gehege bauen ohne Barrieren. Beziehungsweise mit unsichtbarer Barriere. Ich habe das Ganze übrigens so gemacht, dass ich mir noch nicht so einen genauen Plan gemacht habe, was für Mods ich verwenden möchte im Endeffekt alles. Aber ich kann ja einfach auch noch Mods im Nachhinein installieren und dann für euch einfach einen kurzen Cut setzen. Und die Modliste werde ich dann einfach mal dementsprechend vervollständigen. Das heißt, es kann auch mal sein, dass ich im zweiten Teil des Videos dann mehr Mods benutze als im ersten. Wird dann immer so ein bisschen weiter vervollständigt. Okay, hier müssen wir jetzt einmal eine gute Inselform hinbekommen. Ein bisschen zu hoch ist mir das, glaube ich, dann doch. Noch ein bisschen niedriger kann das. Bin halt echt mal gespannt, ob das nicht zu nervig für euch ist, wenn ich solche Sachen im Realtime-Part mache. Wobei das bei so einem Gehege, glaube ich, noch relativ interessant ist. Aber wenn ich dann so Terraforming im Hintergrund oder so mache, das ist wahrscheinlich so das, was man dann eher im Speedbuild machen kann. Weil es vermutlich nicht ganz so spannend ist.
hätte ich auch noch mal gern so einen kleinen Inselabschnitt, der abgeht. Und nicht so hoch. Ich liebe diese neuen Terrain-Tools über alles. Sind so cool. Wenn ich jetzt erstmal mehr anhebe, als ich überhaupt brauche, das ist gar nicht schlimm. Das kennt ihr ja schon. Lieber erstmal zu viel anheben, als zu wenig. Immer erstmal besser. Hier ist auch schon ein kleiner Höhenunterschied drin. Das finde ich auch super. Jetzt müssten wir einmal die Sachen platzieren, die wir gleich platziert haben müssen. Die dann auch das Terrain verändern im Zweifel. Sonst kriegen wir da nämlich Probleme. Ist noch ein bisschen groß alles hier. Das muss auf jeden Fall noch kleiner werden. Ich versuche jetzt einfach nur eine interessante Inselform erstmal hinzubekommen. Das ist Paleo, ne? Ich glaube, ich muss den hier nehmen. Ich glaube, das ist richtig. Ich nehme absichtlich hier den großen Pflanzenfresser Futterspender, weil ich habe geplant, hier Sauropoden hinzumachen und eventuell auch noch kleinere Pflanzenfresser. Deswegen platziere ich hier hinten schon mal den Fieder. Dann sollten wir da auf keinen Fall Probleme bekommen. Wäre auch ärgerlich. Und jetzt können wir nämlich anfangen. Ja, ich glaube, wir können jetzt anfangen, das Terrain wirklich anzupassen. Weil ich habe jetzt hier nichts mehr geplant, was das alles verändern würde. Also nichts Platzierbares, was das Terrain anpasst. Und dann steht dem Ganzen ja eigentlich nichts mehr im Wege. Können wir uns austoben, wie wir möchten. Hauptsache, eine interessante Form entsteht am Ende. Ruhig schön ein paar Ecken und Kanten damit reinbringen. Das ist immer super. Kann man dann am Ende auch nochmal leicht überglätten. Am besten noch ein bisschen mehr die Intensität runterstellen, als ich das hier gerade habe. Immer besser. Sieht aber schon super aus. Können wir auch nochmal ein bisschen mehr reingehen. Das funktioniert so unfassbar gut. Funktioniert halt besser als in dem Originalspiel. Mit dem neuen Terraforming hier. Einfach nur nice. Okay, wenn wir hier überglätten, dann sollte das auch einen schönen Übergang ergeben. Die Insel nämlich nicht ganz so langweilig, weil sie noch ein paar Höhenunterschiede hat. Genau wie hier, da. Das ist immer ganz cool. Wenn wir schon mal die Ränder einmal anpinseln. Macht auch immer schon viel aus. Wenn man hier die Klippen einmal lang geht. Sehr schön. Und jetzt nimmt das Ganze doch schon Form an. Dann fährt man hier nämlich lang. Kann da schon dann die ersten Dinosaurier sehen. Müssen hier aber noch ein bisschen mehr Höhenunterschiede reinbringen. Damit das spannender wirkt. Vorne noch ein bisschen Höhenunterschiede. Oh, Wasser dürfen wir auch nicht vergessen. Wir brauchen ja auch noch Wasser, von dem sie trinken können. Werde ich dann so ein bisschen im Wald verstecken. Muss man aber dran denken. Weil das Wasser hier unten funktioniert nicht. Das ist nur Fake-Wasser. Versucht das jetzt so interessant wie möglich zu gestalten. Höhenunterschiede sind eigentlich der Way to go. Funktioniert immer sehr, sehr gut. Sieht aber schon gut aus. Ja, wir sind auf einem guten Weg, Leute. Ja, das sieht sehr nice aus. Wenn wir dann gleich noch Bäume uns hinpacken und dann noch ein paar Detailarbeiten machen, kann ich mir das richtig gut als Gehege vorstellen. Da hinten müssen noch ein paar Bäume weg. Dann machen wir hier nochmal so ein paar kleine Mini-Inseln vor. Also nur so kleine Landstücke, die dann rausgucken aus dem Wasser. Das finde ich auch immer super interessant. Oh. Sollten halt echt ein bisschen die Intensität runterstellen. Gerade bei so Feinarbeiten.
Es kann ruhig ein bisschen mehr hier rausgucken. Kann man sich dann auch austoben, wie man möchte. Wieder ein bisschen hochstellen. Vielleicht auch mal eine etwas größere Insel hier machen. Na, Insel kann man das nicht nennen. Ein Felsbrocken, der aus dem Wasser guckt. Oder ein kleines Landstück. Mache ich auch immer gerne in Kombination mit so zwei Inseln. Falls ihr euch fragt, was da gerade verbunden wurde, das ist der Eingang. Den habe ich nochmal ganz leicht umpositioniert. Aber hat sich jetzt grob nichts geändert. Da habe ich das jetzt einfach mal so nebenbei gemacht. Das ist alles ganz entspannt. Hier können wir vielleicht auch nochmal ein bisschen größeres Stück machen. Vielleicht so ein bisschen an das Landstück hier angepasst. Ist auch immer nicht verkehrt. Hier nochmal ein Stück. Nur ganz leicht aus dem Wasser guckt. Und dann machen wir hier noch ein Stück weg von der Insel und hier hinten auch noch. Da noch mehr Wasser haben. Vielleicht nochmal einen kleinen Höhenunterschied rein. Nur so einen minimalen. Dass alles hier nicht so gleichmäßig ist. Hier könnten wir auch nochmal einen reinmachen. Vorne so einen ganz leichten Höhenunterschied. Finde ich auch nicht verkehrt. Und jetzt können wir schon anfangen, Bäume zu benutzen. Wichtig ist, dass wir jetzt nicht diese platzierbaren Bäume benutzen, weil das würde uns hier wieder das ganze Terrain zerstören, was wir hier schon angehoben und angepasst haben. Deshalb werde ich ja keine Redwood Trees benutzen, sondern nur diese Bäume, die man zeichnen kann. Das ist zwar mal ein bisschen Glückssache, aber immerhin machen die mir hier nichts kaputt. Ich habe natürlich eine wichtige Sache noch vergessen. Wir müssen hier noch eine Barriere ziehen. Weil ansonsten würden die Dinosaurier hier natürlich runterlaufen und überall frei rumlaufen. Wir würden sogar hier nach oben gehen, den steilen Abhang. Das wollen wir nicht, deshalb muss hier definitiv noch da eine Barriere hin, wo sie halt nicht runterlaufen sollen. Hätte ich eigentlich vorher machen müssen, bevor ich die Bäume platziere, weil es kann sein, dass jetzt der ein oder andere Baum noch verschwindet. Der hier verschwindet nicht, den finde ich nämlich nice. Rippbaum. Muss jetzt auch nicht schön aussehen. Weil die machen wir eh gleich unsichtbar. Das kennt ihr ja schon. Ich zeichne das halt jetzt so, dass die nicht auf zu steile Stellen dann später gehen, die Dinosaurier. Aber ihr seht schon, ne? Das hätte ich halt eher machen sollen. Ich mache mir jetzt hier wieder alles kaputt mit den Bäumen. Aber es war wirklich sehr unüberlegt. Nächstes Mal bedenke ich das. Ich erst die Barrieren ziehe. Sehr, sehr ärgerlich. Es verschwindet einfach fast alles, weil ich alle Bäume so schön am Rand platziert habe, damit ich nicht so Probleme... Also damit die nicht so Gesicht verstecken, das wollte ich sagen. Jetzt sind einige Bäume weg. Wir können jetzt aber den Zaun hier austauschen. Das geht auch mit der Invisible Fence Mod. Finde ich übrigens super wichtig, wenn man mit diesen Klippen arbeitet. Und dann nicht direkt einen sichtbaren Zaun davor haben will. Und will, dass die Dinosaurier nicht so klippen und so runterlaufen. Kann man dann auch gut abstecken, auch innerhalb von Gehegen. Werden wir später auch noch benutzen. Also mit innerhalb von Gehegen meine ich halt, dass man das nicht als Abgrenzung zwischen Dinosaurier und Besucher benutzt, sondern mitten im Gehege dann auch mal Bereiche absteckt, wo die Dinos nicht hinlaufen sollen. Wenn dann zum Beispiel mal mitten im Gehege eine steile Klippe oder so ist,
kann man die auch einfach einzäunen und dann laufen die Dinosaurier da nicht durch. Sieht tatsächlich gar nicht so schlecht aus, dass jetzt weniger Bäume hier sind. Ist eigentlich voll okay. Gucken jetzt mal, was wir noch wieder hinkriegen. Dann haben wir schon mal hier die grobe Bepflanzung und Form von unserem ersten Gehege. Jetzt können wir hier natürlich noch Feinarbeiten machen. Mit dem Terrain-Tool, das macht immer sehr viel noch aus. Wenn man so die ganzen Übergänge und sowas nochmal ein bisschen schicker macht. Alles, dass es so ineinander übergeht, die ganzen Texturen. Wir werden da auch gleich nochmal die Klippen nehmen und ein bisschen größer das Ganze machen. Und natürlich auch gleich noch Büsche zeichnen. Und es ist auch sehr grün, weil hier halt Büsche sind. So, nochmal ein bisschen wegmachen. Wir machen jetzt aber erstmal hier das Ganze ein bisschen größer. Wir machen jetzt hier nochmal ein paar Felsübergänge hier rein. Gerade da, wo der Berg ist, ist es immer nicht verkehrt zu haben. Finde ich immer etwas schöner, wenn man das so macht. Und auch diese Dinger können wir noch ein bisschen anpinseln. Dass sie so eine Mischung aus Grün und Stein sind. Also ein ganz bisschen Grün mehr da, wäre nicht schlecht. So. Und dann sieht das doch schon ziemlich gut aus. Oh, das ist unfassbar cool, was man jetzt für Möglichkeiten hat. Schade, dass hier kein Baum mehr ist in der Ecke. Würde ich mir noch wünschen. Aber, ah, einen haben wir bekommen. Noch einen. Ja, dahinter leider nicht. Kann leider nicht alles haben. Also ist es wirklich cool. Wenn man dann hier in den Park ankommt, fährt man dann hier in der Einschienbahn. Und kann dann dort die ersten Dinosaurier sehen, direkt ohne Barriere oder so dazwischen. Machen wir hier noch so ein paar Büsche hin. Wenn man die nur ganz leicht sieht, das sind halt diese hellbraunen Büsche. Finde ich aber mal ganz schön. Gerade in Kombination mit Felsen finde ich die mal sehr passend. Könnten wir sogar noch ein bisschen Zweck nehmen. An Grün. Wird nämlich die Felswand noch ein bisschen grauer. Felsiger. Wird sowieso noch grüner, wenn wir hier Büsche platzieren. Okay, wunderbar. So bin ich schon sehr zufrieden. Das Stück müssen wir hier auf jeden Fall noch ein bisschen zumachen. Hier war ja vorher der normale Eingang von der Einschienbahn. Wenn wir jetzt hier einfach verbinden, wie der Berg zukommt. Übrigens, wenn ihr schneller haben wollt, nehmt einfach das Wassertool. Eigentlich immer so die schnellere und entspanntere Lösung. Mal erhöhen. Wasser einfach wegmachen. Und da kann man eigentlich immer ganz gut mit dem Glätten-Tool und so und mit diesem Erhöhen-Tool die restlichen Feinarbeiten machen. Wir müssen es halt jetzt so aussehen lassen, als wenn es hier ein richtiger Berg ist. Dass wir da gar nicht bei waren. Also schöne Höhenunterschiede und dann ordentlich überglätten. Und aufpassen, dass wir uns das hier nicht kaputt schießen. Wäre nämlich doof. Oh, was haben wir denn hier gemacht? Oh, hier ist ja so eine Lücke drin. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Tipp. Belastend. War die da schon immer? Wie sieht das so aus, als wenn die hier auch auf der rechten Seite ist? So ein Cut da drin. Ich glaube, da muss ich das Ganze mit Bäumen oder so verdecken. Außerhalb kann ich ja nicht bearbeiten. Bleibt mir wahrscheinlich gar nicht viel anderes übrig. Überglätten, dann fällt es gar nicht mehr auf. Oh shit. Oh Gott, ich mach's immer kaputter. Okay. Ja, es fällt aber nicht auf, wenn man da nicht hinguckt. Oh Gott, jetzt muss ich die ganze Zeit hingucken. Ich glaube, das können wir aber nicht ändern. Damit kann ich mich auch anfreunden. Da gibt es echt Schlimmeres. Und dann will ich hier auch nochmal den Übergang ein bisschen schöner machen. Vielleicht auch nochmal so.
alles noch ein bisschen natürlicher aussieht. Diese Barriere hier finde ich eigentlich ganz cool. Zum Wasser hin. Ich würde das hier, glaube ich, auch noch gerne ein bisschen anheben. Ihr merkt schon, das ist sehr viel Terraforming und Pinseln und sowas und Bäume platzieren. Aber das ist ja auch genau das, was wir durch die Mods jetzt besser können. Deswegen will ich das auch viel benutzen. Ich glaube, bei solchen Sachen sind diese kleinen Speedbuild-Parts auch super angenehm für euch. Gerade das mit dem Bäumen zeichnen, ihr seht ja, das so mache. Das ist teilweise ein bisschen anstrengend. Man halt immer so lange darüber hovern muss. Ich möchte allerdings noch eine Sache machen hier im Hintergrund. Würde ich es noch cool finden, wenn hier auch nochmal eine Einschienenbahn lang fährt. Vielleicht hier hinten auf dem Berg oder so. Und so ein bisschen erhöht. Das könnte ich mir cool vorstellen. Ich weiß nicht, ob das klappt. Müssen wir jetzt mal testen. Könnt euch das wahrscheinlich gerade gar nicht vorstellen. Aber ich zeige euch das gleich. Ich hoffe, das funktioniert. Mega cool. Machen wir es mal hier mit. Geht ein bisschen schneller. Puh, okay, das ist. Das ist ganz schön krass. Ich habe tatsächlich auch Angst, dass, wenn wir zu hoch arbeiten, dass man dann gar nicht mehr richtig mit der Kamera gucken kann. Ich kann ja so schon kaum da hoch gucken. Aber zur Not müssen wir dann halt mal auf diese. Wie heißt die denn? Cinematic Camera heißt die, glaube ich. Die ein bisschen wechseln, weil da kann man dann ja auch besser hochschauen. Boah, diese Bäume entfernen ist immer echt anstrengend. Das dauert. Aber wir können die Bäume hier gerade absolut nicht gebrauchen. Kann sie nämlich nicht gut bauen. So, okay. Das ist doch schon ganz cool. Ich glaube, die Höhe ist nice. Soll dann halt so eine bisschen Hintergrundgestaltung sein. Ganz kleinen Ticken niedriger kann ich, glaube ich, noch gehen. Müssen wir aber gleich mal ausprobieren. Hier ist auch schon eine perfekte Felswand, wo ich das Ganze hineinführen kann. Hier kommt dann nämlich dieser Tunnel hin, den wir gerade schon benutzt haben. Den drehen wir einmal. Der kommt dann einfach hier in die Wand. So der Winkel, so ein bisschen. So ist, glaube ich, ganz gut. So der Winkel. Das ist nicht schlecht. Und die Einschienenbahn fährt dann. Das wäre eigentlich cool, wenn das so versteckt ist im Wald. Der andere Eingang. Wir hier noch so einen Ticken nach links gehen. Und hier kommt dann auch gleich einfach so ein Tunneleingang hin. Den wir gerade auf der anderen Seite auch benutzt haben. Natürlich so rum. Das passt. Ganz jetzt verbinden. Sieht doch schon nicht schlecht aus. Jetzt seht ihr, was wir damit erreichen. Ne? Jetzt haben wir im Hintergrund nämlich auch nochmal so eine Einschienenbahnstrecke. Und das sollte, wenn mich nicht alles täuscht, auch diese Monorailbahn langfahren. Ich hoffe es. Ich fange jetzt einfach schon mal an, hier zu gestalten ein bisschen. Dann werden wir das ja gleich mit Sicherheit mitbekommen, ob das Ganze funktioniert oder nicht. Fällt jetzt auch wieder relativ viel Terraforming. Aber solange der Zug noch nicht. Ah, da fährt er, okay. Dann habe ich nichts gesagt. Das funktioniert. Das ist nicht cool. Guckt euch das an. Dann hat man da oben im Hintergrund nochmal die Schienen. Oh, ich feiere das. Das ist so nice.
So, ich werde jetzt das Ganze hier im Speedbuild noch ein bisschen gestalten. Und das hier sind unsere Dinosaurier für unser erstes Gehege. Als allererstes haben wir da einen Sinoceratops. Ihr könnt natürlich wie immer Namensvorschläge für alle freigelassenen Dinosaurier in die Kommentare schreiben. Und mit etwas Glück könnt ihr euch dann hier verewigen. Der rennt jetzt schon mal glücklich drauf los. Aber wir lassen noch die weiteren frei. Wir haben nämlich noch zwei weitere Sinoceratopse und zwei Brachios. Alle mit verschiedenen Skins. Deswegen schauen wir uns jetzt einfach alle mal an. Gemeinsam. Das ist sogar der coole goldene Skin. Den mag ich richtig gern. Der hat auch einen schönen Skin. Ich mag das tatsächlich bei dem Sino, dass die Skins nur so ganz, ganz leichte Farbunterschiede haben. Sie sehen alle sehr natürlich aus, aber haben immer so eine leichte Verfärbung. Zum Beispiel ins Goldene oder hier in dieses Rötliche. Das finde ich sehr, sehr cool. Und dann noch zwei Brachios. Ich denke mal, das wird erstmal reichen fürs erste Gehege. Die finde ich auch so wunderschön, ne? Das ist echt so der schönste Moment in Jurassic World Evolution, wenn man Brachio freilässt. Das ist so episch. Aber Leute, dieser hat natürlich schon einen Namen. Ihr wisst Bescheid, der erste Brachio in jedem Park geht natürlich an Miri. Das muss sein. Der Skin ist auch sehr cool. Das ist ein 2001er Skin. Da gibt es dann verschiedene Varianten. Ich glaube, das ist Variante D. Und weil es so schön war, das Ganze noch einmal. Das kann ich mir stundenlang angucken, wie da Brachios rauskommen. Vor allem Isla Takano hat auch so einen wunderschönen blauen Himmel. Das ist mega schön. So. Dieses wunderschöne Exemplar sucht aber noch einen Namen. Also gerne in die Kommentare damit, wie gesagt. Ich bringe die 5 Dinosaurier jetzt mal rüber. Und dann schauen wir uns das mal an. Und da landen unsere Dinosaurier. Fast alle gleichzeitig. Ziemlich cool. Einer fehlt noch. Das sieht echt cool aus. Wir fangen gerade die Gäste an, nochmal einen letzten Blick auf die Dinosaurier, bevor sie dann unseren Park verlassen. Ich finde das so cool, dass das funktioniert mit diesen Tunneln. Da hat man dann so viele neue Möglichkeiten mit. Da sind sie gelandet. Die machen sich doch super. Ich glaube, viel mehr Dinosaurier sollten wir auch nicht platzieren. Wollen ja auch nicht übertreiben.
glaube, das ist eine sehr gute Anzahl. Da oben fährt auch gerade der Zug. Ah, ist das schön. Ich habe so viele tolle Ideen in meinem Kopf, die ich alle noch umsetzen werde in diesem Parkbauprojekt. Das Spiel fühlt sich wirklich an wie ein ganz neues Spiel. Aber Leute, das war die erste Folge von unserem neuen Parkbauprojekt. Noch ohne Namen. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß, so wie ich. Dann würde ich mich über ein Däumchen freuen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Und das hier ist unser erstes fertiges Gehege.